Der Schmarrn. Fernsehen für Doofe, sagt die Süddeutsche. Leider zu nah am Wasser gebaut, sagt die Taz. Und Frank Schätzing meint, dass es pilchert. Ist der Schwarm wirklich so schlecht? Oder immerhin besser als der Bergdoktor? Lass uns doch einfach mal reinschauen. Okay, das war wirklich Rosamunde Pilcher, aber das hier ist der Schwarm. Ich habe drei Gründe für euch, warum die Serie mich persönlich enttäuscht hat. Und zum Schluss noch die Begründung, warum ich sie trotzdem schaue. Diese Kritik beruht auf den Folgen 1 bis 6 der Serie. Die letzten beiden sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen. Deswegen große Spoilerwarnung für Der Schwarm Folge 1 bis 6. Also, los geht's. Punkt 1. Telling instead of showing. Show, don't tell ist so ein Ausdruck aus der Kreativszene. Ich glaube vor allen Dingen aus dem Romanbereich. Der bedeutet so viel wie, lass deine Charaktere nicht einfach die Geschichte erzählen, sondern lass dein Publikum sie erleben. Und genau das macht der Schwarm gerne mal nicht. Wie zum Beispiel hier, da stehen zwei Leute auf dem Dach und erzählen sich was. Last I heard he was in Ohio. Oder hier stehen zwei Leute vor der Uni und erzählen sich was. It wasn't your fault. Oder hier, da sitzen zwei Leute am Kai und erzählen sich was. You gave me a job when we were in college when I thought I had to drop out. My dad did and you worked for it. I wasn't alone. Ja klar, ich verstehe, warum diese Szene drin ist. Sie ist dazu da, eine Verbindung zwischen Liz und Leon aufzubauen und uns zu erklären, dass es Leon total treffen wird, wenn Lizzie jetzt gleich von einem Orca aufgefressen wird. Aber warum wird es so gemacht? Warum sitzen die beiden hier am Kai und reden über Geld? Warum reparieren sie nicht ein Boot oder sie fahren auf einem Boot und sie hilft ihm oder er hilft ihr oder sie machen halt irgendwas anderes, außer einfach da rumzusitzen und zu erzählen. Und bei dieser Szene bin ich überhaupt nicht sicher, warum sie überhaupt in der Serie drin ist, denn ich fand sie schon irgendwie belanglos, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Und jetzt in der Rückschau nach 6 Folgen finde ich sie noch belangloser, denn ich weiß gar nicht, was diese beiden Charaktere in der Serie überhaupt zu suchen haben. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt, zu viele Charaktere. Es gibt Charlie, Rahim, Sigur, Tina, einen nackten Fischer, Klaas, Leon, den hier, sie hier, Dr. Liet-Kynes, Dr. Roach, Rico und so weiter. Und so fort. Und es kostet natürlich Zeit, uns zu zeigen, was diese Helden alle machen. Vor allen Dingen, wenn sie kurz davor sind, auf eine wichtige Mission aufzubrechen und sich von ihren Liebsten verabschieden müssen. Sie hier von ihren Kindern, sie von ihrer Frau, er von seiner Geliebten, sie von ihrer kranken Mutter, er von seinem Vater und auch von ihm. Also von jemandem, von dem man überhaupt nicht weiß, warum er überhaupt in der Serie drin ist. Also wir kriegen von Leon wirklich zweimal dieselbe Abschiedsszene. Einmal von seinem Vater und dann von Grey Wolf. Und ich frage mich, warum? Ich finde, der Serie hätte es gut getan, sich mehr Zeit mit weniger Charakteren zu lassen. Dann hätte das Ableben von einigen vielleicht auch einen höheren emotionalen Impact als nur, schon wieder einer tot. Punkt 3, die Effekte. 40 Millionen Euro Budget, Drehs in Europas größtem Wasserstudio. Da müsste doch aber auch ordentlich Geld für CGI und Spezialeffekte ausgegeben worden sein. Und manchmal sieht man das auch, aber manchmal sieht die Show eben auch so aus. Lady Wexham, this is Zodiac, come in! Um das jetzt hier nochmal kurz für euch zusammenzufassen. Also hier, da ist ein Blumentopf runtergefallen, um euch zu zeigen, dass gleich das Schiff untergeht. Und was macht ein Blumentopf überhaupt auf so einem Forschungsschiff? Es gibt noch viele weitere Kritikpunkte, die ich erwähnen könnte. Wie zum Beispiel, dass der Riesentsunami, der über Europa fegt, zum Schluss von Folge 5, in Folge 6 bis auf ein mageres Intro eigentlich überhaupt nicht mehr erwähnt wird. Oder dass sie hier geht, um ihre Mutter zu besuchen und als nächstes hier auf der Konferenz in Genf auftaucht. Oder über Drohnenflüge als Establisher, so viele Drohnenflüge. Oder dass Sigur, er hier, immer ihn anruft, um Treffen zu arrangieren, anstatt die Leute direkt anzurufen. Ich meine, du hast doch gerade eben mit Leon telefoniert. Ist es vielleicht so, dass ihr zwanghaft nach einem Grund sucht, ihm hier mehr Screentime zu geben? Oder solche Dialoge? So how does an Italian get named after an American state? Delaware. I like to think the state was named after me. Und solche Dialoge?
Maybe the whales will show up tomorrow. Can we go? Oder dass es sich manchmal so anfühlt, als würde sich die Serie zwingen, politische Themen aufzugreifen, wie hier. He pulled a gun on me. You broke into a secure facility just to get a handful of muscles. Leon, think about it. What do you think they saw? A PhD candidate from VI or some First Nations kid looking for something to steal? You've got to be more careful. Ja, Grey Wolf, aber es fühlt sich nicht so an, als würdet ihr euch ernsthaft mit dem Thema rassistische Polizeigewalt auseinandersetzen, sondern eher so, als würdet ihr das Thema hier nochmal so irgendwie reinquetschen. Naja, so kommt dann doch eine ganz schöne Liste an Kritikpunkten zusammen. Aber was ich euch auch nicht verschweigen möchte, ist, die Serie hat mich in ihren Bann gezogen. Ich habe jeweils die drei Folgen direkt nach ihrem Erscheinen am Stück durchgeguckt. Und ich finde, gerade die Folgen 1 bis 3 enden mit starken Cliffhangern, die einen dazu motivieren, auch weiter zu gucken. Deswegen, trotz dieser ganzen Schwächen, mir macht die Serie Spaß. Vielleicht liegt es daran, dass die Story zu gut ist, als dass sie kaputt gemacht werden könnte. Vielleicht bin ich auch als Buchfan zu neugierig und will unbedingt wissen, wie sie es umgesetzt haben. Vielleicht mag ich es auch einfach rumzunörgeln. Wie auch immer, Wale springen auf Boote, Schiffe gehen unter, ein Tsunami über Europa. Es ist auf jeden Fall mehr Action als in Rosamunde Pilcher.